Heute haben wir möglicherweise scheinbar gar keine Werte mehr, sondern vielleicht sind wir dazu berufen, unsere eigenen inneren Werte herauszufinden und da einen Sinn zu generieren. Aber vielleicht stimmt auch das nicht. Und ich dachte mir, bevor ich jetzt eine halbe Stunde für mich herum philosophiere, ist das ja ein Thema, das zum Philosophieren, zum Gespräch miteinander einlädt. Und deswegen möchte ich dich, lieber Dr. Hans-Christian Meiser, auf die Bühne bitten. Ich grüße dich, schön, dass du da bist. Lass uns gleich noch Platz nehmen. Wir haben heute sozusagen zwei Philosophen. Später kommt noch Frau Dr. Strohschein mit einem sicher sehr spannenden Vortrag. Aber auch du, lieber Hans-Christian, bist Philosoph, bist Buchautor, Herausgeber, verantwortlich für mehr als 500 Bücher der spirituellen, der ganzheitlichen Szene, bist bunt unterwegs, hast jetzt ein neues Magazin herausgebracht, hast vor Jahrzehnten eine Fernsehsendung moderiert und warst dadurch Vorbild für mich. Menschenkunde hieß das Ganze später, Atlantis TV. Leider weiß das heute keiner mehr. Aber jahrelang hast du großartige philosophische Gespräche vor der Kamera geführt im Fernsehen. Ganz toll. Ja, und heute sind wir hier und ich dachte, ich bin für den Unsinn zuständig und du für den Sinn. Lieber umgekehrt. Was würdest du denn sagen? Der Sinn des Lebens, ist das für jeden Menschen etwas anderes? Oder was ist für dich Sinn des Lebens? Wie würdest du das sehen? Also zunächst mal herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie hier sind. Schön, dass Sie der Sonne nicht folgen, weil die Sonne entfaltet sich ja hier hoffentlich bei den Gesprächen und bei den Vorträgen. Und wenn wir gleich zum Thema Sinn kommen und Thomas fragt, was der Sinn des Lebens ist, frage ich zunächst mal, was vielleicht ein besserer Einstieg dafür ist. Warum fragen wir überhaupt nach dem Sinn des Lebens? Wir könnten ja auch etwas ganz anderes tun. Jeder fragt sich irgendwann mal in seinem Leben, was ist der Sinn meines Daseins, warum bin ich hier? Und genau aus dem kommt es. Also wir werden geboren, wir finden uns vor in einer Welt, die wir zuvor nicht kannten. Das bedeutet, wir müssen dann im Laufe unserer Individuation lernen, warum wir hier sind. Und das sind die klassischen drei Fragen. Warum bin ich hier? Woher komme ich? Wohin gehe ich? So, aus diesen Fragen heraus erschließt sich dann der Sinn des Lebens. Und natürlich, je reflexiver Sie sind in Ihrem Dasein, je mehr Sie über Ihr Dasein, über Ihr Leben, über die Liebe, über den Tod reflektieren, umso mehr stellt sich dann die Sinnfrage. Weil Sie wollen ja wissen, warum, das große Warum. Und dieses große Warum möchte natürlich jeder dann mal schnell mit einem Satz beantwortet haben. Wir sind ja Zen-Meister, machen dann so nette Dinge und sagen, der Sinn des Lebens ist Petersilie. Gut, das hat natürlich einen tieferen Sinn wiederum, nämlich zu sagen, vermutlich ist die Frage nach dem Sinn zwar legitim, aber eben nicht zu beantworten, weil jeder seinen eigenen Sinn hat, weil wir alle auch den Sinn vielleicht im anderen finden und man weiterhin differenzieren muss. Es gibt den Sinn der Arbeit, es gibt den Sinn des Lebens, es gibt den Sinn der Liebe, es gibt den Sinn der Religion. Alles hat letztlich ja irgendwie einen Sinn, wenn es im Gesamt des Lebens betrachtet wird. Jetzt will mich der Thomas aber vielleicht lieber was fragen, weil sonst ja, rede ich unendlich und höre nicht mehr auf. Ja, und also nochmal schnell, bitte gerne. Die Sinnfrage beantworten vielleicht am Ende des Kongresses. Ja, spannungswert, bitte alle Fragen. Also es geht ja hier alle schon. Genau. Ja, aber ist die Frage überhaupt zu beantworten allgemein? Wir haben schon gesagt, okay, jeder muss erstmal seinen eigenen Sinn finden. Das heißt, es ist ein Weg der Selbsterkenntnis. Es ist ein Weg, immer mehr herauszufinden, was sind eigentlich meine Werte? Was bedeutet mir im Leben etwas? Was sind meine Wünsche? Was ist mir wichtig? Punkt 1. Und dann bin ich aber auch noch nicht glücklich. Ich glaube, glücklich oder besser geht es mir, wenn ich es schaffe, nach und nach diesen Werten zu leben. Und das ist einfach, wenn ich sehr normale Werte habe, die zufällig mit den Werten der meisten anderen Menschen übereinstimmen. Aber wenn ich halt sehr ungewöhnliche Wünsche oder Werte habe und damit aber trotzdem niemand verletze, danach zu leben, das braucht schon Mut. Es braucht schon Mut, dazu zu stehen und diesen Weg trotzdem zu gehen. Ja, ich stimme dem zu. Das Erste ist natürlich erstmal herauszufinden, was mein eigener Wert ist, mich selbst kennenzulernen. Auch das
passiert ja im Zuge der Individuation, der Selbstwerdung, seine Werte festzulegen. Wir haben ja sehr viele Einflüsse, die nach und nach tragischer werden, sagen wir, in einer modernen Gesellschaft, die Werte verliert, weil die klassischen Wertevermittler nicht mehr existieren. Sprich, die Kirchen versagen, die Politik versagt gänzlich. So, wer soll jetzt Jugendlichen zum Beispiel Werte vermitteln? RTL 2? Ja, ja, die tun es aber. Oder Facebook, da werden Werte vermittelt. Und das ist sehr tragisch und sehr schwierig. Oder Blogger oder Instagrammer, die ein 17-jähriges Mädchen einen Lippenstift hinhält und dafür 10.000 Euro kriegt und sagt, wieso soll ich denn Philosophie studieren? Ist ja langweilig. So ist doch viel hübscher. Ganz schwierig, weil Werte vermittelt werden, die vermutlich keine sind oder keine tragenden Werte, und die Menschen, die dann sowas tun, natürlich irgendwann mal in Konfliktsituationen geraten und da ist nichts mehr, was sie trägt. Wenn Sie mit Menschen sprechen, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben oder den Holocaust überstanden haben, was hat die getragen? Es war immer der Geist, immer der Geist. Sie kannten Gedichte auswendig, sie sprachen Rilke im Konzentrationslager und. Es war immer der Geist, deswegen Geist halt. Es war immer der Geist, es war nie etwas Äußeres. Es hat sich auch, natürlich haben sie sich nach irgendwas gesehnt, aber was hat sie am Leben gehalten? Das Bewusstsein, der Geist. Und das war ihr Sinn, das, was sie vermittelt bekommen haben an Werten. Und in einer bröckelnden Demokratie, um das mal politisch auch zu sagen, ist das alles irgendwie in Gefahr. Natürlich, ne? Wir wissen nicht, wie sich das jetzt entwickelt, aber wir haben immerhin die Gnade gehabt, jetzt 70 Jahre oder 75 Jahre Frieden zu haben und im Wohlstand aufzuwachsen. Das sieht natürlich in anderen Ländern wieder ganz anders aus. Da stellt sich auch die Sinnfrage übrigens auch wiederum ganz anders. Also das müssen wir auch nochmal bedenken, dass unsere Sinnfrage natürlich eine ist, die im Wohlstand geboren ist. Ja, und wir sind so bierernst, obwohl es auch um den Unsinn gehen soll. Aber ja, trotzdem. Unsinn machen. Ja. Danke. Jetzt. Aber unbedingt, ich will noch ein paar schlaue Gedanken loswerden, bevor wir lustig werden vielleicht. Die Frage ist ja immer, man möchte ja schon irgendwie sich nach etwas ausrichten und darin seinen Sinn finden. Und die Frage ist jetzt eben, gibt es überhaupt allgemein verbindliche Werte? Gibt sie vielleicht doch? Es gibt geistige Gesetzmäßigkeiten, wo es immerhin sinnvoll ist, sich damit zu beschäftigen und zu wissen, ah, so funktioniert das, Ursache und Wirkung, es hat also schon eine Wirkung, wenn ich Quatsch mache, und so sein, das ist schon ganz gut, darum zu wissen. Es gibt Naturgesetze. Oder aber, ich kenne Menschen, die also bewusst sagen, ich habe keine Werte, ich habe keine Ziele, sondern ich lasse mich total vom Leben überraschen, was es mir offenbart. Und ich lerne aus dem Leben. Ja? Also es gibt Menschen, die setzen sich bewusst keine Ziele, die haben vielleicht innerlich auch Werte, die sie gar nicht formulieren können, aber die sagen sozusagen, der Sinn besteht im Leben selbst, dass mir zeigt, wo es hingeht, und wenn ich irgendwo stolpere, dann weiß ich, oh, der Sinn ist, ich muss da nochmal hinschauen, da wo ich gerade gestolpert habe, mir das wirklich jetzt anschauen. Dann ist das im Moment der Sinn, mich damit wirklich zu beschäftigen, bis das sich wieder auflöst und ich weitergehen kann. Kennt jemand Prentice Mulford? Mhm. Was? Klassiker der spirituellen Literatur. Ja. Ein Pionier der Neugeistbewegung aus Amerika, lebte vor 130 Jahren. Vielleicht kennt jemand das berühmte Buch vom Der Unfug des Lebens und des Sterbens. So heißt es. Übersetzt von einer Österreicherin, Bertha Eckstein-Diener. Der Unfug des Lebens und des Sterbens. So heißt es im Deutschen. Das Original waren Aufsätze, die dann zusammengefasst wurden. Deshalb komme ich jetzt zu deiner Frage. Die hießen Your Forces and How to Use Them. Also, das ist so, und das wurde dann der Unfug des Lebens und des Sterbens, hat sich natürlich wahrscheinlich deshalb auch besser in Deutschland noch verkauft. Aber was sagt uns das aus? Your Forces and How to Use Them. Also wir haben alles, es leitet auch eben auf die Geistheilung oder das geistige Heilen hin. Wenn man diese Werte, von denen du sprichst, Thomas, erkannt hat, wir dürfen auch nicht vergessen, auch die AfD hat Werte, auch der Islam hat Werte. Wir haben übrigens stärkere Werte als wir mittlerweile. Wir geben nämlich unsere Werte auch gerne auf in einer falsch verstandenen Toleranz. So, also wir haben Werte, aber Werte sind nicht per se, bis auf vielleicht die 10 Gebote, das ist eine hochinteressante Wertelehre,
die eigentlich für alle Menschen gelten sollte und auch in den meisten Fällen ist gut. Wenn wir aber im individuellen Bereich unsere Werte definiert haben und unsere, jetzt komme ich zu Malfort zurück, unsere Kräfte mobilisiert haben, unsere Kräfte erkannt haben überhaupt, welche wir da haben, dann können wir langsam lernen, sie einzusetzen, und zwar nicht nur für uns selbst, sondern eben auch für andere. Und deshalb sind sie ja auch alle hier. Also sie sind ja in den heilenden Berufen tätig und ich glaube, es gibt niemanden, der mehr positive Erfahrungen gemacht hat als heilende Menschen durch das Feedback derer, die da geheilt werden. Und das ist etwas unvergleichlich Schönes. Das ist wie wenn ihnen Kinderaugen sie anstrahlen, aber das Feedback ihrer Klienten oder Patienten, die sie geheilt haben, in welcher Weise auch immer, ist unvergleichlich schön und das ist ein Wert per se, den man eigentlich immer in sich tragen sollte und dessen Kraft sie auch befähigt, überhaupt diese Arbeit zu tun. Die ist ja enorm anstrengend, vor allem geistig, weil sie ja immer mit diesen Geschichten in Berührung sind und die sie durch den ganzen Tag hindurch beschäftigen. Wir kommen jetzt zum Unsinn. Ja, Witzigkeit hat keine Grenze. Wenn jemand ein bisschen Spaß muss sagen. Film von Harte Kerkeling. Ja, weil ich merke dann immer, wenn es zu Bier ernst wird. Das war jetzt schon alles ganz wichtig und sinnvoll und gut und heilsam. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können, aber sozusagen, manchmal geht es ja dann schon so, nach einem ganzen Tag Seminar und Vorträge und Interviews, die ich ja liebend gerne führe, trinke ich erstmal ein Bierchen und mache ein bisschen Spaß und dann ist der Unsinn das Schönste, über den man reden kann. Kann man über Unsinn überhaupt reden? Es kommt darauf an, welcher Unsinn es ist. Also ich liebe zum Beispiel Sprachspiele, die absurd sind. Ich liebe absurde Spiele. Eins, damit es ein bisschen lustiger zeichnen. Vielleicht kennen Sie das. Das ist ein Cartoon. Nee, zwei sind sogar. Also das erste ist ein Cartoon. Wir kommen jetzt zum Unsinn, in dem natürlich tieferer Sinn verborgen ist. Sie sehen einen Mönch an einem Berg gelehnt und er meditiert. Vor ihm ist ein Fluss. Es kommt ein Schüler und ruft zu ihm: Meister, wie komme ich zur anderen Seite? Und der Mönch schlägt die Augen auf und sagt: Du bist auf der anderen Seite. Ist das nicht wunderbar? Eine Frage der Perspektive. Und das andere in ähnlicher Richtung ist von den Peanuts, sehr philosophisch. Yeah. Snoopy und Linus sitzen, man sieht sie von hinten an einem See und da ist Sonnenuntergang. Und Linus sagt: Ach, Snoopy ist der Hund. Das Leben ist eigentlich komisch. Irgendwann, eines Tages müssen wir alle sterben. Und dann sagt Snoopy: Das ist stimmt, aber all die anderen Tage müssen wir es nicht. Ich finde, wenn wir solchen Unsinn un-Sinn, das ist vielleicht die richtige Interpretation, un-Sinn, wenn wir das verinnerlichen und danach leben, dann geht es uns wahnsinnig gut und wir können die Kontradiktionen, die Widersprüchlichkeiten des Lebens vielleicht besser ertragen. Ja, das ist auch lustig, scheinbare Gegebenheiten immer wieder mal lustig zu hinterfragen. Und Humor ist einfach was öffnet, was verändert. Ja, es ist wichtig. Es ist wunderbar. Man kann ja sich selber solche Dinge ausdenken und es macht dann unglaublich Spaß. Auch mit der Sprache zu spielen, natürlich ist wichtig. Und da das Leben ja schon so ernst ist, ist es ja wir alle. Wir sind dann so befangen von all dem, was wir da immer tun müssen, da wir ja alle von preußischen Sekundärtugenden geprägt sind und nicht eine gewisse mediterrane Heiterkeit haben oder kein Laissez-faire, sondern halt doch sehr westeuropäisch pflichtbewusst sind, was ja zwar nicht das Schlechteste ist, aber schon in Österreich geht es uns besser. Ich habe eine Wiener Mutter, ich weiß, wovon ich spreche. Ist das, also sich da ein bisschen anstecken zu lassen, wäre wahrscheinlich ganz sinnvoll. Gerade bei solchen Themen, wenn es
wenn sie so ernst werden. Ja, absolut. Ich merke ich auch. Ich bin noch voll im Kopf und voll ernst, während du schon ein bisschen lustiger drauf bist. Ich habe nichts getrunken. Was hilft uns jetzt, noch mehr in diese Lustigkeit zu kommen, in diese Spaß loslassen? Ich habe ja ein ganz merkwürdiges Programm entwickelt, aber das führt zu weit. Ich mache es ganz kurz. Wir haben eine Sendung darüber gemacht, du kennst es ja gut, als wäre es das letzte Mal. Ich versuche immer mal mir wieder vorzustellen, wie es ist, wenn man was auch immer ein letztes Mal tut. Ein letztes Mal in einen Apfel beißen, ein letztes Mal eine Rose sehen, ein letztes Mal die Schnur binden, ganz banale Dinge. Weil wir alle machen das irgendwann ein letztes Mal. Ohne Ausnahme. Wir wissen es aber in diesem Moment nicht. Und es ist natürlich unsinnig zu sagen, also immer wenn ich mir die Schnur schnüre, denke ich, hoffentlich ist das nicht das letzte Mal. Das wäre ja auch komisch. Aber gelegentlich sich daran zu erinnern, hilft einem, sein Ego etwas zurückzunehmen, weil das Ego hindert uns ja sozusagen, die Freudigkeit der Welt zu erfassen und zu ergreifen. Also ein bisschen von sich selber abzulenken, weil man ist ja immer wahnsinnig wichtig und überhaupt, und was man tun hat. Und Sie kennen das toll, wenn Sie sind immer im Stress, weil wer nicht im Stress ist, ist nicht wichtig. Nur Leute im Stress sind wichtig. So weit haben wir es gebracht. Und dann sehen Sie irgendjemand, haben aber keine Zeit, mit dem zu sprechen und machen nur so. Mehr, Sie sagen noch nicht mal mehr was. Schon dafür ist keine Zeit. Mehr telefonieren. Tun Sie natürlich auch nicht, nur damit der Ruhe hat. Und vielleicht sollte man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, eben auch das Leben von der heiteren Seite. Es ist ja nicht nur schrecklich. Im Gegenteil, Leben ist ja ein Geschenk. Ne? Deshalb können Sie sich die Schuhe binden. Ja, absolut. Und auch dieses Hier und Jetzt viel, viel mehr zu genießen. Das ist ja wie eine Übung, die ich immer wieder täglich machen kann, dass ich mal stoppe und merke, worüber denke ich schon wieder die ganze Zeit nach, jetzt hier, wie möchte ich leben, warum gefällt mir das nicht und so, ja. Und für mich ist eine, jetzt vielleicht schon wieder so ernst, aber das macht ja nichts, so eine der wichtigen spirituellen Übungen der letzten Zeit, die mir von einem Lehrer vermittelt wurde, das ist ein Satz, der heißt, ich bin im tiefen Frieden mit allem, was ist. Das ist wunderbar, wenn die Sonne scheint, ich verliebt bin oder ich mit dir auf der Bühne bin, dann ist es eine sehr leichte Übung. Wenn es mir scheiße geht, wenn ich leide, wenn ich traurig bin, wenn ich Schmerzen habe, dann ist es schwer. Aber dieser Satz, dieses, ich bin im tiefen Frieden mit dem, was gerade ist, mit allem, was ist, bringt mich in eine Ruhe, bringt mich in ein tieferes Annehmen und bringt mich irgendwo, ich merke, okay, es ist okay, so wie es ist. Und der Sinn des Ganzen ist, dass ich jetzt einfach mal da bin und es wirklich wahrnehme und wirklich da dies sehe, wahrnehme, erlebe, verarbeite, was gerade da ist. Und automatisch merke ich, komme ich ein bisschen mehr in meinen Körper, komme ein bisschen mehr in meine Ruhe und empfinde irgendwie auch mehr Sinn in alledem. Auch wenn ich es nicht benennen kann. Ich merke, ich lebe viel mehr. Ich bin viel lebendiger plötzlich, wenn ich im Hier und Jetzt bin. Das ist ja nichts Neues, das weiß man von den alten Mystikern oder von Eckhart Tolle und so weiter. Aber trotzdem, dass sich immer wieder daran zu erinnern. Ich merke, da kommt plötzlich eine Lebensfreude und dann in dieser Stille, in dieser Ruhe, habe ich auch viel leichter, viel schneller wieder den Impuls, wo ich als nächstes hin will, was als nächstes mich ruft im Leben. Also ich bin, glaube ich, ich bin da viel mehr ans Leben angeschlossen, um das mal so ein bisschen so zu sagen. Ja. Relax. Relax. Just relax. Just be yourself. Oh yeah. Manchmal ist ja in solchen Botschaften sehr viel enthalten. Wir vergessen das aber immer nur. Also so simpel natürlich auch, ich empfinde tiefen Frieden in mir, das ist eine ganz simple Botschaft, aber sie wirkt, wenn man das dann tatsächlich macht. Weil so viele Dinge auf einen einstürmen und man sie eben wiederum in dieser deutschen, vorauseilenden Gehorsam alle erfüllen muss und will. Und wenn man noch Perfektionist ist, ist es noch schrecklicher. Und man vergisst dann zu leben, weil man muss alle Pflichten erfüllen. Und dann die Kinder, das und die Schule, das. Jeder hat irgendwie 1000 Sachen. Und das Schöne ist zu sagen, okay, es entwickelt sich auch übrigens alles von selber. Wenn Sie mal Ihre E-Mail machen, eine tolle Übung, beantworten Sie eine Woche Ihre E-Mails nicht. Und schauen Sie mal, was passiert. Wissen Sie, was passiert? Nichts. Überhaupt nichts? Es passiert nichts. Na, und warum sagen Sie, oh, ich muss meine E-Mails checken? Schönes Wort, checken.
Und in der Tat, ich habe einmal einen Tag lang mein Handy nicht dabei gehabt. Ich dachte, wird sich ja nicht viel ändern, ist ja egal. Ich merkte, ich muss viel mehr wach sein. Ich habe hier keine Uhr mehr, nichts mehr, aber es war irgendwie auch gut. So sind wir schon unbewusst mit all diesen Dingen verbunden und könnten uns wieder entbinden. Weil sonst so müssen wir zum Seminar Digital Detox. Gibt es so weit alles gebracht. Genau, wunderbar. Ich glaube, wir haben alle Fragen beantwortet. Alle Fragen sind beantwortet. Nein, wir haben einen Raum geöffnet für spannende Themen, die wir von allen Seiten noch beleuchten werden. Es geht um den Sinn und Unsinn des Lebens. Lieber Dr. Hans-Christian Meiser, ich danke dir, wir werden dich morgen erleben. Du hast ein tolles Buch geschrieben, das heißt Der Herzensheiler. Das heißt, es geht ein bisschen um den Unsinn und Sinn in der Liebe morgen. Ja. Und ja, Applaus.